Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, begann er erst so richtig in unserem Viertel zu wüten. Er war stolz darauf, eine Frau ermordet zu haben. Von da an fing er an, vor allem Frauen ins Visier zu nehmen. Es war einfach zu viel. Niemand in unserem Viertel wurde verschont. Nachts kam er in die Häuser und machte ständig Krawall. Alle Frauen wurden von ihm terrorisiert. Sie waren verzweifelt und wütend. Und irgendwann konnten sie ihre Wut nicht mehr im Zaum halten. Er kam ins Gefängnis, aber bald danach wieder raus. Danach geriet diese Wut einfach außer Kontrolle.